Ja, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Geheimakte FBI, die Kunst des Mordens. Ja, ich habe hier mal ein bisschen rumprobiert, da hat eine ziemliche Weile gedauert, weil hier immer hier vorne was geleuchtet hat. Und dann ging das alles wieder aus. Ich bin aber zu dem Standpunkt gekommen, dass ich das so lasse, wie es jetzt ist. Und das dürfte ausreichen, schätze ich mal. Sie ist aber schwer. Sie ist sicher nicht leer. Wow, das hat sich gereimt. Ein typischer Koffer zum Transport von Waffen, optischen oder elektronischen Geräten. Er ist nicht verschlossen. Mal schauen, was drin ist. Es ist ein Röntgenscanner. Sehr nützliches Gerät. Habe ich auf der Schulung gesehen. Eine Bundesagentin wie ich muss wirklich sonderbare Sachen tragen. Ja, ich komme hoffentlich auch hier hinter. Ja. Dieser Ort ist sicherlich nur einer von vielen Stops dieser Ausstellungsstücke auf ihrer Reise um die Welt. Ist dieses Plakat schon ein Denkmal? Ein Schrank. Scheint mich aber nichts anzugehen, das Teil. Okay, dann schauen wir uns hier mal um. Was gibt's denn eigentlich noch? Bei mir sieht es ziemlich dunkel aus. Verschlossene Truhe. Sehr schwer und verdächtig. Ah, okay. Irgendwas fehlt mir noch. Irgendwas ist es, was mir noch fehlt. Ich hab's geahnt. Ich muss noch mal nach oben. Ich muss tatsächlich noch mal nach oben. Das hat was mit der Luftmatratze hier zu tun. Nee, mit dem Schlauchboot. Ich werde mit dem Feuerlöscher durch das Museum laufen. Vielleicht kann ich etwas löschen. Oder etwas aufblasen mit dem Druck. Ob das geht? Eigentlich schon, also. Ach, so lange, also ein Schlauchboot braucht ja eigentlich sehr viel Luft. Ja. Oder brauche ich hier eine Luftpumpe? Ich setze erstmal den Scanner ein. Hier gibt es keine Messer. Ich weiß aber, dass es welche gibt. Diese Truhe ist zu schwer für mich. Ich kann sie weder anheben noch verschieben. Doch, kannst du Was soll ich damit tun? aufblasen? Spalt zwischen den Kisten. Okay, das dürfte es sein. Ideales Versteck für ein zusammengerolltes Schlauchboot. Und jetzt hoffe ich doch, dass das mit dem Feuerlöscher klappt. Unbrennbares Gas unter Druck kann das Schlauchboot aufblasen. Et voilà. Okay, wir scannen weiter ab. Ja, seht ihr? Es geht. Paarweise angeordnet. Und hier neben dem Messer gibt es einen leeren Platz. Messer, wie auf meiner Zeichnung. Diese Truhe ist zu schwer für mich. Ich kann sie weder anheben noch verschieben. Verschlossene Truhe. Sehr schwer und verdächtig. Ja, das müssen die Messer sein, die wir suchen. Man traut sich wirklich nicht ins Dunkel. Haben Sie eine Liste mit dem Inhalt dieser Truhen? Oder soll ich das Zollamt anrufen? Ich wusste, dass es irgendwann mal so weit sein würde. Bitte, hier ist der Lieferschein. Na also, sehen Sie? Da steht klar und deutlich zwei Messer. Wo ist das andere Messer? Ich muss Warren danach fragen. Was geht mich das an? Ich werde sowieso wegen Ihnen wahrscheinlich meinen Job verlieren. Ich weiß nicht, was Sie Ihnen erzählen.
Haben Sie dort keine Unordnung hinterlassen? Alles ist noch da. Sie glauben doch wohl einer Bundesagentin. Und dieser Koffer? Ups, verzeihen Sie. Ach, jetzt wo ich das weiß, dann kann ich das auch zurückstellen. Der Stand. Ja. Der Koffer passt zu diesem Platz, als ob er schon immer hier liegen würde. Ja, er lag ja auch vorher da, du hast ihn ja genommen. Okay, das dürfte jetzt alles sein. Haben Sie doch... Alles ja, ist... Ja, alles in Ordnung. Okay. Was ist hier? Auf Staten Island wurde der Marker John Rudolph ermordet, der Makler. Das ist wohl die nächste Tat deines Serienkillers. Schau dich dort um, ich komme später nach. So, erstmal muss ich aber den Chef anrufen. Moment, habe ich den nicht schon irgendwo stehen? Warren, das war doch der Chef, glaube ich. Ja, von dem Museum. Hallo? Habe ich jetzt zu viel auf einmal gemacht? Er hat leider das Telefon abgeschaltet. Ob ich Ruf mal anrufe zwischendurch? Ja, ich soll ja eigentlich nach Staten Island fahren, aber kann nicht schaden. Okay, dann auf nach Villa des Maklers, Staten Island. So richtig habe ich das doch verstanden. Ne? Wer hätte gedacht, dass ein so idyllischer Ort zum Schauplatz eines Verbrechens wird? Guten Abend, ich bin Nicole Bonnet vom FBI. Jeff McGregor, NYPD. Ich kann mich an Sie erinnern. Arbeiten Sie jetzt an diesem Fall? War die Spurensicherung schon da? Ja, Sie haben das Gelände überprüft und den Toten mitgenommen. Und Sie? Ich warte, bis jemand kommt und das Gebäude versiegelt. Wie sieht's dort aus? Es stinkt nach Geld und es gibt keine Kampfspuren. Und das Opfer? Der Mörder hat den Kerl auf dem Billardtisch zerlegt und das Herz daneben gelegt. Als ich das gesehen habe, bekam ich weiche Knie. Hat er ihn vorher betäubt? Ich glaube ja. Der Tote hat eine Verletzung am Hinterkopf, aber man weiß nicht, woher sie stammt. Danke. Ich werde es mir selbst anschauen. Klingt ja nicht sehr einladend, aber wir müssen das tun. Hier ist es wirklich sehr schön. Ein altes viktorianisches Haus. Ich habe immer davon geträumt, in so einem Haus zu wohnen. Ja, ich auch. Ja, einmal der Reihe nach. Von diesen Gefäßen sind schon Proben entnommen worden. Die Plakette mit der Nummer für den Fotografen deutet darauf hin. Das könnte ein Beweisstück sein. Ich kann es nicht einfach in die Hand nehmen. Vielleicht hat der Gastgeber den Mörder eingeladen. Die Flasche und das Glas wurden umgeworfen, daneben ein Whiskyfleck. Der Sessel war zu weit vom Tisch entfernt. Okay. Aber... Hier ist nichts. Hier gibt es sehr viel Krimskrams. Doch, hier vorne ist was. Hier liegt eine Visitenkarte. Sie hat wahrscheinlich nicht dem Mörder gehört. Alan Branford, Sammler, Telefonnummer 555-455-150. Vielleicht rufe ich ihn morgen an. Morgen, okay. Was war es für eine Nummer? Alan Branford, Sammler, Telefonnummer 455-150. Vielleicht kann ich das 455-150. Fünf, fünf, eins, fünf, null.
Ja, ich will nur mal sehen, ob ich die Nummer auch jetzt schon gespeichert habe. Brentford, ja, genau. Deswegen habe ich die gewählt. Ja, wo gehen wir hin? Wo gehen Sie hin? Er hat ihn hier wie auf einen Operationstisch gelegt. Die Lampen über dem Tisch haben das Opfer sehr gut beleuchtet. Man kann hier noch das Blut riechen. Das glatte Material der Kugel ist kalt und angenehm. Ah. ja, auf dem Billardtisch zerlegt, das ist schon krass. Irgendwo ist hier noch eine Info versteckt. Deswegen muss ich die Kugel hier durchrollen lassen, falls ihr das nicht versteht jetzt. Weiß aber nicht wo. Nein. Das ist wieder so eine Geschichte, wenn ganz in der letzten Truhe alles das drin ist, was man sucht. Tut sich nicht. Was soll denn das? Hey, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Ich wollte mich doch Etwas verarschen. blockiert die Billardkugel. Ich bin gespannt, ob die Spurensicherung diese Löcher überprüft hat. Hey, es war wirklich das letzte Loch. Kreide, Kö und Billardkugeln. Als ob man hier ein Spiel gespielt hätte und nicht einen Menschen ermordet hat. Ja, da muss ich was finden, um das zu entblockieren. Wo sind diese Jungs jetzt? Die Zeit hat die Spuren verwischt. Altes Foto in einem Rahmen. Das brauche ich jetzt nicht. Ich nehme es mit, nur für den Fall. Nehme es mit. Ich habe einen Draht. Ja. Ja, auf einem Bild stand aber was. Warum ist das jetzt nicht wichtig? Okay, erstmal zur Kugel und zum Hinweis. Vielleicht bringt uns das ja dann zu dem Da ist noch etwas. Kopf einer präkolumbischen Figur. Kopf einer präkolumbischen Figur. Okay. Das Billardkugelrätsel ist gelöst. Jetzt muss ich mal schauen. Präkolumbische Figur, das Bild will sie ja nicht nehmen, weil man sieht ja hinten, Das brauche ich jetzt nicht. ist ja was abgebildet. Aber naja. Ich habe genug für heute. Ich werde die Figur erst morgen zum Depot zurückbringen. Ich gehe jetzt, Jeff. Bleiben Sie noch hier? Ich würde mich auch gerne aufs Ohr hauen, aber leider. Sie sind bestimmt schon unterwegs. Machen Sie es gut. Okay, dann erstmal wieder auf ins Büro. Ich glaube, dass dieser Kopf von Bedeutung ist. Außerdem ist er kostbar. Ich muss ihn so schnell wie möglich bei uns deponieren. Depot, da komme ich aber, glaube ich, noch nicht rein. Magnetkartenschloss. Ich sollte eine Magnetkarte bekommen. Ich arbeite schließlich hier.
Ja, da ist ja auch, oder würde ich sagen, da ist Roof dafür zuständig. Dieser Fußboden ist wirklich dreckig. Schade, dass Nick seine Spuren nicht wie die Verbrecher verwischen kann. Ich bin gespannt, wann ich hier Nick bei der Arbeit sehen werde. Hallo Ruth, ich komme nicht in das Polizeidepot rein. Hier liegt eine Magnetkarte für dich. Ja, genau. Diese Karte ist für dich. Ja, hier liegt eine Magnetkarte für dich. Ja, genau, die ist für dich. Ja, das ist eigentlich logisch, wenn sie die für mich dorthin legt. So ab ins Depot mit dem Kopf. So. Auf dieser leeren Wand muss ich ein schönes Bild aufhängen. Wenigstens einen Spiegel. James Sachen. Hier ist das Abzeichen und der Ausweis. Mal sehen, was ich alles mitnehmen darf. Das brauche ich jetzt nicht. Ach, du brauchst jetzt gar nichts davon. Das brauche ich jetzt nicht. Nein. Er hat leider das Leben meines älteren Kollegen nicht retten können. Okay, das wäre ein Schlüssel, sein FBI-Ausweis und so. Wenn ich im Dienst sterbe, hoffe ich, dass jemand hier vorbeischaut und an meinem Sarg eine Träne vergießt. Die verrückte Frau hat, anstatt ihre selbst geschneiderten Kleider auszubessern, ihre Kundinnen genäht. Das brauche ich jetzt nicht. Das brauche ich jetzt nicht. Ja, ich mache ein Lied draus. Das brauche ich jetzt nicht. Und das brauche ich jetzt nicht. Und. So, jetzt nichts wie raus. Der Schädel ist im Depot. Und nochmal mit Roof und dem Chef quatschen. Ist überhaupt noch ein anderes Büro offen? Ach, Labor. Es gibt ja auch noch das Labor, stimmt. Nick arbeitet wohl nur nachts, da er morgens nie da ist. Er war heute Morgen hier. Hast du mit ihm gesprochen? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Woher weißt du dann, dass er hier war? Schau dir die Spuren auf dem Boden an, die zu seinem Schreibtisch führen. Verdreckte Latschen sind sein Markenzeichen. Woher weißt du, dass er heute Morgen hier war und nicht gestern Nacht? Hast du die Krümel unter seinem Schreibtisch gesehen und den Milchkarton? Ich nehme an, er hat hier gefrühstückt. Ruth, du bist eine tolle Ermittlungsbeamtin. Haha, das weiß ich doch. Schätzchen, einen Augenblick. Ich muss dringend was erledigen. Guten Tag, Chief. Ich habe gestern bis spät in die Nacht an diesem Fall gearbeitet. Ich würde jetzt gern darüber sprechen. Aus diesem Fenster kann man den Menschen fast in ihre Geldbörsen reinschauen. In Chicago hatte ich ein Büro mit einem herrlichen Ausblick in die weite Ferne. Dort hatte ich den Abstand, der mir erlaubte, das Wesentliche zu entdecken. Was ist also das Wesentliche? Die Opfer haben den Mörder gekannt. Vielleicht hat ihn Rudolph in sein Arbeitszimmer eingeladen und mit ihm Whisky getrunken. Irgendwelche Spuren? Haare? Fingerabdrücke? Bisher noch nicht. Ein Perfektionist. Im Billardtisch bei Rudolph habe ich einen goldenen Kopf gefunden. Es ist ein Teil einer südamerikanischen Figur. Höchstwahrscheinlich hat der Mörder damit sein Opfer betäubt. Führt diese Spur nicht zum Museum? Ich muss es überprüfen. In einer der Museumstruhen befindet sich ein Messer, das der Beschreibung der Tatwaffe entspricht. Warren hat dich in den Lagerraum reingelassen? Er ist kurz vorher weggegangen. Und nun das Wichtigste. Auf der Liste der Ausstellungsstücke gibt es noch ein zweites Messer. Dieses Messer befindet sich jedoch nicht in der Truhe. Du hast die Truhe doch nicht ohne Warren geöffnet. Nein, Chief. Ich habe sie mit dem Röntgengerät durchleuchtet. Gut. Fahre ins Museum und kläre das mit den Messern. Und überprüfe das Alibi von Warren. Noch etwas. Ich habe bei dem Makler die Visitenkarte von einem Alan Branford gefunden. Versuch ihn zu erreichen. Branford. Bekannte der Ermordeten sind gleichzeitig Verdächtige und potenzielle Opfer. Nun haben wir 4 Opfer. Dieser Drang, der den Mörder zum Mord bewegt, wird immer stärker. Und er wird nicht aufhören? Nein. Es sei denn, er hat ein Ziel, das er erreichen möchte. Aber ob er dann aufhören wird? Joel Rifkin hat 4 Jahre lang gemordet. Bobby Joe Long 10. Sie haben erst dann aufgehört, nachdem sie erwischt wurden.
Wir wissen nichts über seine Motive. Du musst ein psychologisches Profil des Mörders erstellen. Ich werde es versuchen. Beeil dich. Morgen könnte wieder jemand sterben. Nicole, nicht jetzt. Nein, noch nicht. Das habe ich mir schon gedacht. Okay. Ruf ist auch beschäftigt. Schätzchen, ein Augenblick. Ja, okay. Diese Spuren führen direkt zu meinem Schreibtisch. Was hat er hier gemacht? Was ist denn das? Hat Nick nach dem Frühstück Origamis gefaltet? Ja, ich wollte erstmal dort anrufen bei dem Branford. Keiner antwortet. Das ist eine Stadtkarte. Der Ort, wo Scott getötet wurde, ist mit einem Kreis markiert. Von dort aus weist ein Pfeil in Richtung der Uhrzeit 4:30 p.m. hin. Ich glaube, dass Nick sich mit mir dort verabredet hat. Karte mit markiertem Treffpunkt. Ah, okay. Markierter Treffpunkt. Ich weiß nicht, kann ich jetzt eventuell was anderes noch mitnehmen? Ich weiß nicht, was ich damit tun sollte. Nein, du bist eine ziemlich liederliche FBI-Beamtin. Ich würde die Dinge mitnehmen, die ich brauche, aber sofort. Ich gehe mal ins Labor. Vielleicht würden manche Leute zweimal nachdenken, wenn sie wüssten, wie viele Spuren man mit Hilfe dieser Apparatur entdecken kann. So, es war von einem, ich gehe mal wieder raus, ich versuche mal nach draußen zu gehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich hier drin noch was machen, weil ich weiß nicht, es war ein Treffpunkt im Origami. Ich fahre also ins Museum. Ich werde Warren benachrichtigen. Hier spricht Nicole Bonnet vom FBI. William Warren? Ja, was kann ich für Sie tun? Können Sie mir ein paar Minuten Zeit schenken? Wann? In einer halben Stunde im Museum? Sehr gerne. Und noch eine Sache. Kennen Sie den Sammler Branford? Natürlich, er ist mein guter Bekannter. Sehr schön. Helfen Sie mir, ihn zu kontaktieren? Warten Sie einen Augenblick. Miss Bonnet? Ja? Branford ist im Museum und wird auf Sie warten. Danke. Trifft sich ja gut. Ja, man muss sich vorher ankündigen, ich kann das auch nicht leiden, wenn Leute einfach zu mir kommen, unangemeldet. Das nur so nebenbei. Okay, auf ins Museum. Ja. Guten Tag. Danke, dass Sie ein Treffen mit Branford arrangiert haben. Er wartet im Saal nebenan. Bevor ich mich mit ihm treffe, habe ich einige Fragen an Sie. Ich höre. Ich habe festgestellt, dass die Mordwaffe eines dieser Messer ist, die Sie in Ihrer Sammlung haben. Sie haben es also gefunden? Ja, sie wurden für die Ausstellung in Bogota verpackt. Tatsächlich. Die Messer für das Opferritual. Könnten Sie die Truhe mit den Messern für uns aufmachen? Das ist leider nicht möglich. Sie wurden heute früh nach Bogota geflogen. Das ist schlecht. Wissen Sie, ich war gestern im Lagerraum und habe mir diese Truhen angesehen. Verzeihen Sie bitte, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich Ihnen das erlaubt hätte. Das ist ein privates Museum. Haben Sie einen Durchsuchungsbefehl? Nein. Ich habe versucht, Sie zu erreichen, aber ohne Erfolg. Ich habe mein Telefon abgeschaltet. Und was haben Sie dort unten gemacht, wenn ich fragen darf? Ich habe mir erlaubt, die Truhe mit den Messern zu identifizieren, die Sie vergessen haben. Vielleicht haben Sie sich zu viel erlaubt. Und ich habe Sie mit einem Röntgengerät durchleuchtet. Dort fehlt ein Messer. Was heißt das? Im Frachtbrief sind zwei ähnliche Messer verzeichnet.
aber in der Truhe war nur ein Messer. Nun, ich werde die Papiere überprüfen müssen. Es hat sich noch niemand aus Bogota gemeldet. Ich danke Ihnen, Miss. Aber andererseits habe ich das Verlangen, meinen Rechtsanwalt zu fragen, ob ich mich nicht bei Ihrem Vorgesetzten beschweren soll. Die Idee mit dem Rechtsanwalt ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wirklich? Ja, denn dieses Messer, das auf geheimnisvolle Weise aus der Truhe verschwunden ist, könnte vielleicht dasselbe Messer sein, mit dem gestern Abend... Oh mein Gott, es wurde wieder jemand umgebracht! John Rudolph getötet wurde. John, das ist ein Albtraum. Haben Sie ihn gekannt? Wie ist das passiert? Sagen Sie mir, warum Sie gestern Abend Ihr Telefon abgeschaltet haben. Wo waren Sie? Auf einem Konzert der New Yorker Philharmoniker im Lincoln Center. Deswegen habe ich mein Handy abgeschaltet. Sie spielten Rachmaninow und Prokofjew, wenn Sie das interessiert. Kann das jemand bestätigen? Ja, Brentford. Ich danke Ihnen. Wir werden noch darüber sprechen müssen. Brentford wartet auf Sie in der Orangerie. Ich rieche den Amazonasdschungel. Miss Bonnet? Ellen Brentford. Bill sagte mir... Ja, ich wollte mit Ihnen sprechen. Ich habe gehört, dass Sie ein Musikliebhaber sind. Ich mag klassische Musik. Vor allem Live-Musik. Ich wollte gestern mit meiner Bekannten auf das Konzert im Lincoln Center gehen. Leider habe ich bis spät in die Nacht gearbeitet. Sie hat mir erzählt, dass die Philharmoniker Rimsky-Korsakow vorzüglich gespielt haben. Ja? Sind Sie verheiratet? Nein. Ich weiß nicht, was Ihre Bekannte gemacht hat. Aber mit Sicherheit war sie gestern nicht in der Avery Fisher Hall. Vielleicht sollten Sie Ihren Freund fragen, was er zu dieser Zeit gemacht hat. Ich kann Ihnen versichern, dass dort nichts von Rimsky-Korsakow gespielt wurde. Dafür aber Prokofjew. Herrlich. Fragen Sie Bill, wir waren gemeinsam dort. Vielleicht war meine Bekannte auf einem anderen Konzert. Wollten Sie mit mir über Musik sprechen? Wir könnten gemeinsam zu einem Konzert von Dvořák gehen. Diesen Samstag? Danke für die Einladung. Eher nicht. Aber ich habe Ihre Telefonnummer. Von Bill? Ich glaube kaum, dass er mir diese Chance so selbstlos überlassen hat. Nein, nicht von Warren. Kannten Sie John Rudolph? Ja. Hat er was angestellt? Er wurde gestern Abend ermordet. Nein. Sagen Sie bitte, dass es ein Missverständnis ist. Ich flehe Sie an. Es tut mir sehr leid. Oh mein Gott. Wird das denn nie enden? Was für ein Albtraum. Wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen? Auf einem Wohltätigkeitskonzert vor einem halben Jahr. Sagen Ihnen die folgenden Namen etwas? Fairbanks, Chastham, Haig? Ja, sie wurden ermordet. Ich habe sie alle gekannt. Haben Sie eine Vermutung, warum sie ermordet wurden? Huacuero. Verzeihen Sie? Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht. Haben Sie Angst? Ja. Es sterben Leute aus meinem Bekanntenkreis. Ich frage mich, ob ich der Nächste bin. Wenn Sie irgendetwas Verdächtiges beobachten, lassen Sie es mich wissen. Noch eine Sache. Dieses Wort, Huacuero, ist das ein Schimpfwort? Welches Wort? Vielleicht Huacuero? Ja, genau. In gewissem Sinne schon. Es bedeutet Grabräuber. Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht. Wenn Sie irgendetwas Verdächtiges beobachten, lassen Sie es mich wissen. Ich weiß... Wenn Sie irg... Okay. Das war's von dieser Stelle erstmal mit der Befragung. Wir schließen gleich. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie sie bitte jetzt. Wir schließen gleich. Nein, ich habe da keine Fragen mehr. Sollte auch gehen. Und eventuell diesmal versuchen, Ruf zu erreichen. Vielleicht ist ja da was Wichtiges. Wenn nicht, dann nicht. Nein, okay. Also, Freunde, ich werde den Part jetzt wieder beenden. Es ist wieder an der Zeit. Ja. Ach, Mann, ich bin müde.
Ja, wie immer vielen Dank fürs Zusehen, Zuhören und bis zum nächsten Part hier bei Geheimakte FBI, die Kunst des Mordens. Und ich bin dann wieder weg und ciao.